Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Nachmittag. 20.000 Euro Umsatz in einem Monat, wie geht das? Darum geht's jetzt. Ich habe ja vor einigen Tagen ja meinen Monatsabschluss gemacht von Mai und habe da hier in der Gruppe auch gepostet, es war nicht ganz 20.000, 19.970 Euro. Und habe da einige Kommentare gesehen und habe auch ein paar persönliche Nachrichten bekommen. Wie geht das? Wie macht man das? Und darüber möchte ich mit dir mal sprechen, wie das geht. Ich kann diese Frage so gut verstehen, weil ja, noch vor einiger Zeit hätte ich das ja auch alles nicht für möglich gehalten. Wie soll das funktionieren und wie geht das? Und was muss man da machen und, und. Also zum einen, darfst du dich schon mal davon verabschieden, fremdbestimmt zu leben? Dir von einem Arbeitgeber vorschreiben zu lassen, wann du wie arbeitest und welches Gehalt du am Monatsende da bekommst. Denn im Angestelltenverhältnis wirst du natürlich fremdbestimmt sein und wirst auf solche Umsätze nicht kommen. Das heißt, du musst dein oder darfst dein Leben schon mal selbst in die Hand nehmen. Das ist der erste Schritt. Du musst es leid sein, dass das Leben an dir vorbeizieht und darfst endlich anfangen, selbstbestimmt zu leben. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass du dir auch klar darüber wirst, wie denn dein ideales Leben überhaupt dann ausschaut. Was du denn überhaupt machen möchtest. Und da steht in erster Linie nicht der Umsatz und nicht das Geld, sondern in erster Linie darfst du dich fragen, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Wo kannst du einen Mehrwert schaffen für andere Menschen? Wo kannst du anderen Menschen dienen? Was macht dich genau aus? Was macht dich einzigartig? Es gibt so, so viele Probleme auf dieser Welt. Und wo bist du ein Teil der Problemlösung, wo du für andere Menschen einfach ein Problem lösen kannst, wo du einzigartig bist? Das sind natürlich Dinge, die haben wir nicht gelernt. Wir fragen uns einfach mal, was macht mich denn schon einzigartig? Bin doch eigentlich gar nicht einzigartig. Wir haben ja da ganz viele Schleier über uns und trauen uns deshalb nicht so unsere wahre Größe anzunehmen oder wissen nicht wie. Und das ist genau der Grund, warum du da einfach auch die Hilfe brauchst. Warum auch ich da Hilfe in Anspruch genommen habe mal und auch jetzt immer noch in Coaching-Programmen bin und auch mich coachen lasse, weil ich ja dir immer mehr auch weitergeben möchte und mich weiterentwickeln möchte und wachsen möchte, weil ich einfach die Vision habe, 100.000 Menschen dabei zu helfen, holistisch und befreit zu leben, selbstbestimmt zu leben, sich ein freies Leben zu gestalten und anderen Menschen wiederum auch zu helfen. Das ist meine Mission. Das heißt, ich habe vor einigen Jahren ja die Entscheidung getroffen, hallo liebe Selina, ja, danke. Das heißt, ich habe vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und meinem Herzen zu folgen, absolut noch, nur noch die Dinge zu machen, die mir wirklich Freude bereiten, die mir Spaß machen. Immer unter dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Und so ist mein Seelenplan, mein Seelenberuf entstanden oder kreiert worden oder ans Tageslicht gekommen. Nämlich diese Vision, 100.000 Menschen, Frauen in erster Linie dabei zu helfen, auch ihren Seelenplan zu entdecken und was immer das bei dir ist. Und parallel dazu darfst du natürlich auch dein Verhältnis zu dem lieben Geld ändern.
Du darfst dir bewusst machen, dass Geld einfach da ist. Und du darfst den Schirm, den du jetzt noch über dir gespannt hast, um es mal metaphorisch auszusprechen, umdrehen und öffnen, sodass das Geld da auch reinfließen darf. Das heißt, du darfst dich der Geldenergie auch öffnen. Und darfst beginnen, Geld lieben zu lernen. Du darfst beginnen anzuerkennen, dass du nur, wenn du auch einen entsprechenden Ausgleich für deine Problemlösung bekommst, einen entsprechenden energetischen Ausgleich in Form von Geld, dass du nur dann deinem Gegenüber eben auch entsprechend richtig, richtig gut helfen kannst. Denn das kennen wir doch auch alle. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Wenn ich mir meinen Computer anschaue, wie viele kostenfreie E-Books, Links zu irgendwelchen kostenfreien Webinaren, Anleitungen und auch wie viele Kurse schwimmen darum auf meinem Computer, die ich mir mal für wenig Geld gekauft habe, für 100 Euro, 200, 300, 400 Euro. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach mal reingeguckt und habe doch nicht mich committed, da alles umzusetzen. Wir kommen einfach nur wirklich richtig in die Pötte, wenn es auch ein bisschen weh tut, wenn der Betrag, den wir in uns selbst investieren, dass wir auch sagen, hey, das, was mein Gegenüber, mein Mentor mir sagt, das setze ich auch alles wirklich eins zu eins um, wie ein Kuchenrezept, damit ich auch meinen eigenen Traumkuchen backen kann. Nur dann funktioniert's. Nur dann funktioniert's. Und die Dinge, die da kostenfrei im Netz rumschwirren oder die wir uns für ein paar Euro oder für ein paar hundert Euro mal holen, wir setzen es letzten Endes nicht um, ich selbst inbegriffen. Ich habe so einiges auf meinem Computer da an Kursen rumdümpeln. Und so ist es letzten Endes auch für dich möglich, auch in solche Umsatzregionen reinzukommen. Das war für mich jetzt nichts Besonderes. Ich habe auch schon innerhalb von 6 Wochen über 60.000 Euro Umsatz gemacht. Und das sind aber auch alles Dinge, die ich mir früher auch nie hätte vorstellen können. Warum muss es so viel Euros kosten, liebe Selina? Weil wir uns nur dann einfach committen, in die Pötte zu kommen. Du kennst es bestimmt auch, behaupte ich jetzt einfach mal hier. Dass du einiges an kostenfreien Dingen auf deinem Computer oder irgendwo rumschwirren hast und hast dich aber nicht so leiten lassen davon, dass du es wirklich umgesetzt hast. Mir ist noch nie jemand begegnet, der kostenfreie Anleitungen wirklich so eins zu eins umgesetzt hat und so erfolgreich dann wurde. Noch nie. Es ist auch immer noch nicht normal in unserer Gesellschaft, dass man Mentoren und Coaches an seiner Seite hat, die einen dahin bringen, die schon dort sind, zum einen, wo man selbst hin möchte, denn nur die können einen ja auch dahin bringen. Aber wenn du dir Menschen anschaust, die erfolgreich sind, sei es jetzt Online-Unternehmer oder sei es in der Privatwirtschaft, seien es Politiker und wenn es der Bürgermeister ist mit dem 4000-Seelen-Ort, der da in der Öffentlichkeit steht, oder egal wer. Ich habe schon so, so viele Menschen kennengelernt, die sehr, sehr bekannt sind oder auch weniger bekannt sind im kleineren Rahmen, die aber auch im ganz, ganz großen Stil bekannt sind. Die haben ausnahmslos alle ihre Mentoren an ihrer Seite bis heute und haben ihre Prägungen und Schleier und Themen gelöst.
Und haben sich unter anderem auch, wenn wir jetzt nochmal zur Geldenergie zurückkommen, sich auch geöffnet, die Geldenergie in ihr Leben zu ziehen. Selina, schreib mir doch gerne mal rein, was so dein Gedanke dazu ist. Vielleicht können wir da jetzt noch gerne drüber sprechen. Oder wenn du mit dem Smartphone zugeschaltet bist, oder iPhone müsste auch gehen, dann schreib mir gerne mal ein Ja rein, dann lade ich dich auch gerne jetzt hier mal live ein, wo wir live sprechen können. Und ja, ich dir gerne auch hier noch ein Coaching hier zugutekommen lasse, wo wir über die Dinge sprechen können, jetzt gerne auch, dass ich nicht nur irgendwas so Theoretisches hier von mir gebe, wenn du möchtest, nur ein Angebot. Okay? Also, um nochmal auf das Ursprungsthema zurückzukommen, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du absolut deinen Seelenberuf, um es mal anders auszudrücken, Beruf kommt doch von Berufung. Wir nutzen das nur unter einem anderen Aspekt. Wir haben es gelernt, einen Schulabschluss zu machen. Selina, ich lade dich gleich ein, ich habe es gesehen, danke, super, ich freue mich. Wir haben es gelernt, einen Schulabschluss zu machen. Wir haben es gelernt, eine Ausbildung zu machen, damit wir irgendein verdammtes Zertifikat da haben, was wir an die Wand hängen können. Oder ein Studium zu machen des Studierenswillens, was uns eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und dann uns mit unserem Leben irgendwie zu arrangieren. Das ist uns übergestülpt worden. Aber Beruf, da steckt das Wort Ruf drin. Dem Ruf der Seele folgen, das ist der Seelenberuf. Und da kommen wir auch nicht auf die Idee zu sagen, ich mache meinen Seelenberuf bis 60 oder 65 und dann höre ich auf. Hey, wenn du die Dinge machst, die dir doch wirklich am Herzen liegen, kommst du dann auf die Idee, mit 60, 65 in Rente zu gehen und aufzuhören zu arbeiten? Du empfindest das doch auch gar nicht als Arbeit, wenn du deinen Seelenberuf machst. Das ist Selbstverwirklichung. Das ist, ich wirke im Sinne von Selbstverwirklichung. Okay? So, liebe Selina, jetzt schaue ich mal, ob ich dich einladen kann hier, ob ich die Technik hier im Griff habe. So. Ich suche dich mal gerade. Selina Seiler, da bist du. So, ich habe dich eingeladen. Einladung müsste bei dir jetzt angekommen sein. Und wenn du dir dann bitte annimmst, dann sprechen wir gleich zusammen. Schauen wir mal, was geschieht. Ob das funktioniert? Ah, mein Smartphone spricht gerade nur in Englisch mit mir. Nett. Hast du eine Einladung bekommen, Selina? Sehen wir uns gleich. Ja, live. Mein Körper ist 58. Ja, bin ja auch Jahrgang 62. Ich habe nur den Glaubenssatz, ich werde jünger und die Kinder werden älter. Liebe Selina, schreib mir mal, hast du Einladung bekommen? Du brauchst nur auf Einladung annehmen klicken und dann dürfte das funktionieren. Okay, also die Einladung ist raus. Kannst du was sehen auf deinem Handy? Smartphone? Dass wir uns hier verbinden. Ich warte mal noch einen Moment. Ich schaue mal, ob ich noch mal eine Einladung an dich rausschicke. Ah nee, geht nicht. Einladung ist raus. Okay, liebe Selina, scheint nicht zu funktionieren. Es funktioniert auch nur, wenn du hier jetzt zuschaust mit deinem Handy. Na, also ich kann jetzt nicht eine Nummer anwählen. Du hast mir gerade auch deine Nummer hier geschickt. Ich kann die nicht anwählen, sondern es geht nur, wenn du jetzt mit dem Smartphone hier auch zugeschaltet bist. Dann können wir hier live miteinander sprechen. Wenn du über den Computer zuschaust, funktioniert es nicht.
Selina, du schreibst noch arbeitslos, weil ich Beziehung eingegangen bin, 820 Euro Arbeitslosengeld. Selina, schau mal, und alle anderen, denen es ähnlich geht, du bist ja nicht die Einzige hier, die in so einer Situation ist. Wenn du wirklich, 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 wirklich in deinem Leben etwas erreichen möchtest, und die Erfahrung hast du bestimmt im früheren Leben schon mal gemacht, dann hast du Mittel und Möglichkeiten und Wege gefunden, das zu erreichen. Ich bringe dir ein anderes krasses Beispiel. Wenn jemand aus deinem Umfeld in Lebensgefahr ist, und es braucht einen gewissen Betrag, um diesen Menschen zu retten. Was machst du dann? Ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber es fällt mir jetzt gerade so ein, weil ich am Donnerstag ja so die Erfahrung gemacht hatte, wie schön es ist, wenn man Geld hat und agieren kann, weil meine Tochter ja angerufen hatte aus Bulgarien und gerade unterwegs war ins Krankenhaus. Und ja, ich da einfach gucken konnte, je nach Diagnose, dass ich noch am gleichen Tag mich hätte in den Flieger setzen können, egal ob erste Klasse, First Class, also oder Business Class oder wie heißt das andere, Economy Class, dass ich einfach hätte können hinfliegen, mich um mein Kind kümmern. Und dass sie vor allem auch, und das war ja der vorhergehende Schritt schon unterwegs war in ein privates Krankenhaus und dass es jetzt auch völlig egal ist, was die Behandlungskosten dort gekostet haben, sondern dass man das Geld einfach überweist. Wir leben nun mal in einer materialistischen Gesellschaft und es ist auch gut, dass wir Geld zur Verfügung haben als Tauschmittel, dass ich nicht mit dem Krankenhaus in Bulgarien jetzt muss drüber mich unterhalten, ob die zu mir in die Akademie kommen oder irgendjemandem ich dort helfen kann, seinen Seelenplan zu entdecken, sondern dass ich einfach diesen Betrag dorthin überweise und gut ist. Wir haben nur so ein krankes Verhältnis zum Geld. Wir kommen gar nicht auf die Idee zu überlegen, wie viel Sauerstoff ist jetzt noch da zum Atmen. Wir atmen einfach. Es ist eine Energie, die einfach da ist. Es ist so viel, es ist einfach da, wo wir uns keine Gedanken drum machen. Aber um das Thema Geld, da haben wir so ein krankes Verhältnis einfach zu entwickelt. Und ich weiß nur zu gut, wovon ich rede. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich gedacht, das Geldthema kriege ich auch nicht mehr geregelt in diesem Leben hier. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Thema, wenn ein lieber Mensch in deinem Umfeld in Lebensgefahr ist und mal angenommen, du brauchst 10.000 Euro, um den zu retten, was machst du denn dann? Jeder von euch, der jetzt hier zuschaut oder das Live-Video im Nachhinein anschaut, spreche ich jetzt mal mit du an. Was machst du denn dann? Sagst du dann, tut mir leid, ich habe die 10.000 Euro jetzt nicht, ich kann dir nicht helfen? Oder setzt du alles, alles, alles in Bewegung, um diese 10.000 Euro zu besorgen, um diesen Menschen zu retten? Also ich würde Letzteres machen. Und um jetzt dich selbst aus deiner Misere, aus deinem Drama zu retten. Ich habe ja auch mal in diesem Drama, in diesem Schlamm drin gesteckt. Darfst du genauso bereit sein, alles, alles dran zu setzen und nicht aufzugeben, um dir die Investition, die es braucht, in deine eigene Persönlichkeit, dass du auch durchstartest, dass du auch deinen Seelenberuf entdeckst und lebst und dass du auch endlich dein Geldthema heilst, besorgst. Denn gerade wenn du, so wie ich ja früher auch, dem Geld hinterherrennst, das heißt, so ja, ein ungutes Verhältnis zum Geld hast, gerade dann ist es ein Grund mehr,
das Thema zu heilen. Denn Menschen, die offen da stehen, hier, ich kann es jetzt so schlecht vormachen, und Geld empfangen, die freuen sich, wenn Geld zu ihnen kommt. Die fragen sich nicht, warum muss es immer um Geld gehen, sondern die sehen das einfach als Mittel zum Zweck, sich das dann kaufen und leisten zu können, was sie dann haben möchten, wenn sie es brauchen oder wollen. Okay. Selina, du schreibst gerade, du bist wieder da. Ich schau mal, ob ich dich nochmal einladen kann. Nee, das geht ein zweites Mal nicht mehr. Also, soll nicht sein. Technik kriegen wir jetzt doch nicht mehr hin, dass ich dich hätte live hinzuholen können und dass wir da hätten mal können ins Live-Coaching gehen und ich dir mal noch ein bisschen mehr hätte Frage und Antwort stehen zu diesem Thema. Aber ich glaube, ich habe es schon ein bisschen auf den Punkt gebracht. Ja, schreib mir doch gerne im Nachhinein mal rein. Zu dem lieben Thema Geld. Montag startet ja die Money Freude Challenge und da werden wir ganz tief auch nochmal da einsteigen. 5 Tage lang. Also sei da gerne live dabei. Nimm da auch was zum Schreiben mit. Denn mir geht es diese 5 Tage von Montag bis Freitag darum, dass du wirklich ganz, ganz viel mitnimmst. Und wir werden das Thema auch auf eine andere Art und Weise, wie du es vielleicht jetzt noch vermutest, anpacken, die Money Freude Challenge. Ich liebe Geld, das ist sehr schön. Das ist eine gute Grundlage, dir zu sagen, ich liebe Geld. Nur dann kann es auch zu dir fließen. Dann geht es im nächsten Schritt darum, wenn du durchstarten möchtest, deinen Seelenberuf zu entdecken, dass du wirklich alles dran setzt, dir die entsprechende Geldenergie zu besorgen, um dir das Navigationssystem zu holen, dass das auch in den nächsten 6 Monaten zum Beispiel für dich möglich ist. Der Juni ist jetzt so gut wie gelaufen, ist noch eine Woche. Juli bis Ende des Jahres, 6 Monate oder wenn du schon ein Business hast und wir darauf aufbauen können, ist es auch durchaus schon in 3-4 Monaten möglich, dass du durchstartest. Also wenn du mit mir arbeitest, gehen wir da ganz, ganz tief rein und werden da ganz, ganz viele Themen und Dinge in dir lösen. Und ja, werden dir dein Traumleben, du wirst dir dein Traumleben kreieren. Geld ist Freiheit, das ist richtig, Selina. Geld ist Freiheit, absolut. Aber, das ist nochmal die Krux an der Sache, was sich jetzt vielleicht widerspricht. Du darfst dich letzten Endes auch jetzt schon frei fühlen. Also du darfst das Gefühl der Freiheit nicht unbedingt davon abhängig machen, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Denn dann funktioniert die Chose wiederum nicht. Natürlich, wenn ich Geld auf dem Konto habe, habe ich die Freiheit, um jetzt nochmal das Beispiel mit meiner Tochter zu nennen, mir einen Flug zu buchen und binnen 24 Stunden bei meinem Kind zu sein, um mich um mein Kind zu kümmern. Diese Freiheit habe ich dann. Aber trotzdem darf ich das Gefühl der Freiheit auf eine andere Art und Weise nicht davon abhängig machen, ob ich Geld auf dem Konto habe. Also das sind da so gesehen, ich weiß nicht, ob das jetzt in dieser kurzen Zeit so rüberkommt, die sich vielleicht jetzt zunächst mal ein bisschen beißen, die aber nichtsdestotrotz auch ein bisschen zusammenhängen. Denn Geld folgt letzten Endes der Freude und nicht umgekehrt. Und das Thema ist auch, wenn ich so wenig Geld zur Verfügung habe, um was drehen sich den ganzen Tag denn die Gedanken? Um das Geldthema, um den Mangel.
Die ganze Zeit dreht sich das Thema um den Mangel. Und was sendest du dann aus, ob du es willst oder nicht? Du sendest Mangelgedanken aus. Und deshalb kann diese Chose auf die Art und Weise nie funktionieren. Du wirst damit nicht mehr Geld in dein Leben ziehen und dich finanziell befreien, sondern nur wenn du dich mit den Dingen beschäftigst, die wirklich zum Beispiel dein Traumleben ausmachen, wo du aber auch einen entsprechenden Mehrwert für andere bietest, also was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt, und dann dem Ruf deiner Seele folgst und dir jetzt schon vorstellst, gefühlsmäßig in dieses neue Leben reingehst, welche Person, welche Identität bist du da schon, dann sendest du das nämlich aus, dann sendest du Fülle aus und dann kann alles andere zu dir fließen. Die Fülle ist da, die fließt auch gerne zu dir. Nur du darfst jetzt schon beginnen, Fülle zu denken, dich frei zu fühlen und in der Freude zu sein. Und wenn du es auf einem kurzen Weg erreichen möchtest, dein Traumleben durchzustarten, dann brauchst du das Navigationssystem dazu. Und das ist einfach ein Mentor an deiner Seite, der es dir zeigt, wie es geht, der dir das Kuchenrezept zur Verfügung stellt und der vor allem auch für dich da ist, wenn du mal wieder in der Versuchung bist, ins Drama abzurutschen, gedanklich, und das kenne ich auch nur zu gut noch von mir, der dich gleich wieder wachrüttelt. Das versuche ich schon die ganze Zeit. Selina, schau mal, du kannst nicht versuchen aufzustehen vom Stuhl. Entweder du stehst auf oder du bleibst hocken. Und nimm dir nochmal das Beispiel, was du eben vielleicht nicht mitbekommen hast, weil du nicht hier alles mitbekommen hast, weil du wohl kurz weg warst. Schau dir das Video nochmal an, hast du mir ja auch gerade geschrieben. Wenn eine Person in Lebensgefahr ist, die dir am Herzen liegt und es braucht zum Beispiel 10.000 Euro, um sie zu retten, dann würdest du alles dran setzen, diese 10.000 Euro dir zu besorgen, um diese Person zu retten. Und wenn du genau mit dieser mentalen Ausrichtung daran gehst, dass dein eigenes Leben jetzt in Gefahr ist, und das ist in Gefahr letzten Endes, im übertragenen Sinne, weil es an dir vorbeiläuft, weil es an dir vorbeirauscht, weil du nicht komplett in deiner eigenen Kraft, Stärke und Energie bist, weil du nicht komplett das machst, was deinem Herzen entspricht. Und wenn du auf die Art und Weise rangehst, dann kannst du dieses Thema lösen. Und dann kannst du den Quantensprung in deinem Leben machen. Und in die Freude kommen, komplett in die Freude kommen, und dann kommt auch das Geld zu dir. Alles Liebe. Bis ganz bald. Tschüss.